Warum habe ich jetzt da. Ich verstehe das Spiel manchmal nicht. Ich ahne schon, so am Ende des Tages sind wir einfach mal komplett pleite mit diesem Spielstand. Ja gut, das hast du aber im letzten auch schon fast geschafft. Also. Ja, aber im letzten haben wir ja noch Plus reingehauen. Ja. Ja, ich ja. Ja, wir. Und weißt du jetzt, warum ich nicht den anderen Spielstand nehmen wollte, sondern diesen hier? Nein. Bei denen hier können wir komplett zerstören. Den anderen auch? Nein, der andere ist noch gut. Der andere ist noch safe. Der hält noch. Der hält noch. Der klebt da schon mit Tesafilm und allem zusammen, aber der hält noch. Sein Datum ist noch nicht abgelaufen. Genau. Ha. Oh. Warum heißt der Apfel? Weil er vom Baum abfällt. Oh nein. Oh. Ich habe ein stehendes Auto mitgenommen. 2000 Schaden, Geld, ne? Minus. Man kann auch Euro dazu sagen, aber ja. Okay. Ja, 200 Geld. 200 Geld. Einfach 200 Geld. Was sagt eine Schnecke, die auf einer Schildkröte reitet? Hui! Ich möchte anmerken, meine Tante hat knapp 2 Jahre gebraucht, um den zu verstehen. Oh, herrlich. Wovon träumen Katzen nachts? Von einem Muskelkater. Platz da, der Dicke muss durch. Wah! Oh, ich habe nicht den vor mir mitgenommen, aber ich habe den das Auto mitgenommen. Gut. Kann ich meinen Bus Bud nennen? Ich glaube, ich weiß nicht, ob man seinen Bus benennen kann. Weiß ich nicht. Dann möchte ich mal aber Pau nennen. So ein schöner Tag. Ich denke, alles ich brauche nach. Mehrere Fahrkarten, oh. Bitte. Oh, ich habe hier wieder einen Fahrkartendealer. Fahrkartendealer. Du bist auch. Ich hatte einen Schwarzfahrer. Wieso? Ich kaufe ja nicht 30.000 Fahrkarten. Nee, und du hast die Karten und verkaufst sie. Ja, aber ich mache das ja legal. Ja, ist ja egal. Die anderen machen das ja illegal. Klar. Deswegen sind das ja Dealer. Na klar. Egal, als ob du eine Lizenz hast. Ja, natürlich habe ich eine Lizenz. Ein Profifahrer. Hallo, so seriös, wie ich heute gekleidet bin, klar. Eine offizielle Busfahrerlizenz. Wie teuer war die? 2,50. Nee, die war teurer. 3,50? Die hat 30.000 Menschenleben gekostet. Alter. Was denn? Die sind mir dort vorgerannt, nicht ich den. Mhm. Wer bremst, verliert. Jetzt. Ich glaube, ich weiß, warum man dich nicht auf die Straße lassen möchte. Ich weiß, warum ich in echt keinen Führerschein habe. Naja, das meine ich ja damit. Und Fritz ist immer noch der Überzeugung, ich soll einen Führerschein machen. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt. Wo ist meine Wie nennt man eine italienische Prostituierte? Nein. Polenta. Nutella. Nein! Nutella. Oh nein. Nein, der tut weh. Was ist braun und schwimmt und taucht? Ein U-Boot. Nächster Halt. Arbeitergäste. Nein. Ja, genau. Nicht spoilern. Hallo. Es wird nicht besser. Bad muss durch. Das. Ey, hast du in der Fahrschule nicht aufgepasst? Das war falsch, Gunge. Anhalten, gucken. Bitte. Irgendjemand hat hier irgendwas vergessen. Ach, da hinten. Klar, kannst du eine Fahrkarte haben. Warum soll ich den Leuten eigentlich hinterher rennen? Und warum ist die Oma so schnell? Das ist doch keine Oma, die cheatet. Weil die Angst vor dir hat. Wieso, die ist so heute angekommen? Durch den Wald und bringt Bäume zum Lachen. Ein Kids-Libär. Oh nein. Der Elf, der springt von Ast zu Ast, bis der Ast ins passt. Niveau ist jetzt ganz am Arsch. Erst jetzt? Hallo, ja, ich bin jetzt? Die mit der Analthrombose, ja? Niveau hat hier noch nie existiert. Nivea ist außerdem viel zu teuer. Ist das ein hässliches Auto?
Ich glaube, Ryan streamt nie wieder mit mir. Ich glaube, das ist das Ende heute. Nein. Warum soll ich eigentlich nochmal langfahren? Was hast du hier für eine Strecke gebaut? Weiß ich nicht. Ich merk's. Das Problem bei den Strecken ist, du siehst halt nie, wie du zurückfahren musst, ne? Du weißt halt nicht, wo du wenden musst. Das wird einem nicht angezeigt. Was hacken die Zahnzapfen unten da hinten denn aus? Ein Zapfenstreich. Lebt ein Pilz im Wald, kommt ein Reh und trinkt es aus. Da will nur einer mit. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Ja, sei froh, dass ihr dich mitnehmen, Alter. Hier ist die Fahrkarte. Hier. Dann sind die Blumen jetzt halt hoch. Hier, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Deswegen habe ich nur Plastikblumen. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Selbst die gehen bei mir ein. Ich habe gerade so Rosen bei mir stehen. Nö, hier ist mir zu viel los. Ich fahre über den Bürgersteig. Ich habe Bambus. Hast du denn auch einen Panda, der den Sturz? Ja klar, ich bin auch ein Panda. Oh. Ich habe irgendwas angefahren. Zweiter war doch auch schön. Ja, sowas habe ich nicht. Höchstens meine Katze. Der geht auch als Panda durch. Ja, rote Ampel, ich weiß. Was ist weiß und hüpft durch den Wald? Ein Jumping-Jong. Ein Jumping-Jong? Oh, der ist gut. Iron, ich sehe dich. Ich sah da 1,2 bis 4 Kilometer von mir weg, das geht. Oh! Warum bremsen Sie nicht einfach, wenn etwas vor Ihnen ist? Das ist schwarz-rot und fliegt durch den Wald. Biene Maya. Oder die Binde Maya. Binde Maya. Ich habe letztens einem Hallo Freund Raven erzählt. Fand da lustig. Alterion fahrt. Was denn? Ich fahr gut. Was ist rot und macht mäh? Nein, 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 nein. Ein Dinosaurier-Tampon. Nein. Nächster Halt. Ja, wo schickst du mich denn hier lang, ey? Du bist das für... Was? Du lässt mich bis zum Industriegebiet und dann zurückfahren und dann soll ich wieder nach Siegwalden fahren? Und dann nochmal da hinten hin? Was ist los mit dir? Ich hab eine falsche Haltestelle. Und genau deswegen solltest du keine Strecken machen. Was ist das? Bitte bedenke, ich muss diese Strecke auch noch fahren. Jeder von uns fährt die Strecke einmal. Lustig ist, wenn wir nachher die Anfänger drauf loslassen auf die Strecke. Oh Gott. Wir sollten schon mal vorher genug Geld zusammenscheffeln. Spätestens wenn Hybrid kommt. Dann ist unser Geld weg. Fallen zwei Schokoladentafeln vom Tisch und sagt die erste, ich habe mir eine Rippe gebrochen. Darauf antwortet die zweite Tafel, ja und? Ich bin voll auf die Nüsse gefallen. Ist so eine geniale Serie. Der ist gut. Der ist eigentlich anders als mit Dieter Bohlen. Wenn Hybrid kommt, steppt der Wolf. Ja. Danke. Nein, ich habe zu viel Wechselgeld gegeben. Na egal. Hey, hast du das kann mir als Kassiererin nicht passieren. Na klar, ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Was frisst du auch für einen Scheiß, Alter? Da fährt's einfach los. Ja, tschüss. Du bist hinter mir. Ryan, warte. Ich sitze mitten auf dem Ding. Ich habe nicht gesehen, dass du... Ich musste doch abkassieren. Hi. Ich hab das wieder gehupt. Hi. Hi, hi, hi. Oh. OBS. OBS. Hui. Chaos ist perfekt, ey. Hi. Gut, dass ich so weit weg bin von euch. Hi, hi, hi. Hallo. Moin. Moin. Nee, du bist nur 0,5 Kilometer entfernt. Ich muss weg. Lauf, Forrest, lauf. Alter, ich fahr gut. Auch, Alter, hier ist mir zu viel los. Ich fahr über den Bürgersteig. Ja, was denn? Es war doch zu viel los. Warum macht ihr keine Koop-Fahrt? Weil wir alle fahren wollen. Und bei Koop-Fahrt fahren wir ja mit einem Bus.
Ja, du kannst auch Konvoi machen, aber das fahren alle hintereinander. Das ist halt aber so, das ist ja langweilig, alle hintereinander. Ja, so hat man mal, ne? Und so fährt jeder eine andere Strecke, man sieht sich mal, hat ein bisschen Spaß zusammen. Oh, ich bin an der falschen Haltestelle. Huch, hoppla, wie kann mir das passieren? Das ist auch schon passiert. Ich denke einfach nur so, oh. Naja. Außerdem, wenn wir im Konvoi fahren, je nachdem, wo Aidaria ist, ist der Blechschaden einfach zu groß. Ganz vorne, sie ist immer ganz vorne. Ja, aber selbst dann ist der Blechschaden zu groß, weil sie einfach bremst, ohne Bescheid zu sagen oder so. Na gut, dafür gibt's ja Lichter. Die hat bestimmt die Lichter hinten ausgekurbelt. Ich hab alle Lichter aus. Ich werde nie das erste Wort meines Sohnes vergessen. Papa, wo warst du die ganzen 60 Jahre? Ich hab 2000 Schaden gemacht. Schlagloch. Oh. Iron, ich komme. Nur noch 0,7 Kilometer. Weißt du, jetzt muss ich nach Siegwallen fahren und fahr jetzt wieder zurück zum Industriegebiet. Ich hab halt Geld. 2,5. Ah, ich hab dich auch lieb. Ryan lässt mich nie wieder eine Strecke anstellen nach diesem Tag. Warum ist dein Auto so weich? Sag ich nicht. Frank, 28, Geheimniskrämer. Oh. Ich stecke fest. Nein. Kann zurücksetzen. Du kannst sie zurücksetzen lassen. Jetzt setzen wir uns an. Aber warte, ich möchte es sehen, Zu spät. Sperren Sie doch mal die Augen auf. Ich wollte was zum Lachen haben. Ups, nein. Ryan macht mich fruchtbar. Ryan macht mich fruchtbar. Ich mach Ryan fruchtbar. Ist es gruselig, dass ich den Sound gehört habe, aber nicht gesehen habe, wer ihn eingelöst hat? Ah, jetzt. Ryan? So, ich arbeite. Ja. Bitte schimpf nicht mit mir. Doch. Minus 700. Du Arbeitsplus, Mann. Ich hab dich auch ganz doll lieb. Wie viele Minus hast du? Minus 700. Nee, zeig mal nochmal, bitte. 1000. Minus 1000. Ich hab sie geknackt. 12.700 für Kollision? Ich lieb, okay, da bin ich drunter. Ich bin bei 7.100 für Kollision. Ich bin bei 0. Schleimer. Ah, nee, Streber. Streber. Ja, fahr doch mal, du. Ich fahr doch nur. Nicht du. Mehr Kollisionen. Das ist Krupp bei mir. Nein. Ah, jetzt. Wir brauchen mehr Kollision. Man hört deine Gehirnzellen sterben, Ryan. Ja, ja, nee. Ich sterbe einfach generell. Es ist nicht nur mein Hirn, es ist einfach alles. Alles stirbt. Na toll, ich stehe im Stau. Ja. Ja, das kann dauern. Ich bin auch gleich am Ziel. Ja, ich nicht. Es ist jetzt sein Problem. Ich muss gleich nochmal was machen. Ja, tschüss. Aus hier, los. Den tschüss. Zug. Bart hat keinen Bock mehr. Dann holt euch einen Hund, dann habt ihr mehr Kollisionen. Oh. Den fand ich gut. Den finde ich auch gut. Ja, wie gesagt, ich wiederhole, du fandst auch mein Juden-Duden jetzt gut. Also. Ja, der ist echt gut. Ja, Juden-Duden. Ah, schön. Also... Habe ich schon mal erzählt, dass ich mein Leben liebe? Jetzt gerade in diesem Augenblick. Wieso? Ich habe kalte Füße. Ich habe kalte Hände. Oh nein, mein Akku ist schon wieder mehr. Jetzt laden müssen, Oma. Ich stehe im Stau. Hopp. Und du bist eine Frau. Und ja. Stau. Frau Stau. Ein völliger schwarzer Van. Ich bin eine Frau Stau. Oh Gott. Du heißt einfach Frau Stau. Stimmt. Vorname Frau, Nachname Stau. Geil. Ich habe eine Kollegin auf Arbeit, die heißt Frau Mann. Ja, gut. Das ist auch gut. Also, Frau.
Und dann mit nach Nammern. Oh Mann. Was liegt auf dem Grund des Ozeans und zittert? Ein nervöses Wrack. Warum denn nicht? Oh. Ist auch ein guter Name. Mach Platz da, Bad muss durch. Wenn ein Kind durch ein gerissenes Kondom im Auto entsteht, ist das dann ein Verkehrsunfall? Das Wetter ist einfach wundervoll. Der ist gut. Ich will Bungee-Jumping machen. Nein, mein Sohn, du beendest dein Leben nicht so, wie du es begonnen hast. Mit einem gerissenen Kondom. Wie oft wollen sie die denn noch? Kampfstein. Masuna, du wolltest arbeiten. Hab ich schon gezeigt. Masuna, arbeiten? Ja. Es ist Teamarbeit. Toll, ein anderer macht's. Nächster Halt, Nordspeicher. Juhu. Endstation. Ich bin schon gleich in der Garage wieder. Was braucht ihr mal so lange? Also bei Daria weiß ich's ja. Was? Ich meine Strecke wurde ein bisschen komisch geplant. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Bungee-Jumping? Meinst du in 5 Sekunden kurz mal reindippen und nicht mehr gesehen? Und toll, jetzt bin ich voll falsch gefahren, weil ich es gewesen habe. Ich hatte mal einen Klassenkameraden, der Martin Luther hieß. Ja gut! Auch nicht schlecht. Ich hatte einen Klassenkameraden, der hieß Christus. Mit Nachnamen Jesus. Und unser Lehrer hat sich den Spaß draus gemacht, immer den Nachnamen vorzulesen. Ja, gut. Ich als Heide saß mit Jesus Christus in der Klasse. Mach das mal nach. Okay. 1729,77 Cent. Oh. Ich bin wieder bloß mit 200 irgendwas. Nicht mehr lange. Ich glaube auch nicht. Gar keine Schwarzfahrer, was denn hier los? Ich auch nicht. Wollen die sich bei mir bessern? Was ist denn da vorne schon wieder los? Schön, wirklich schön. Ich wette, der Münchschüler war gut in Deutsch, so viele Thesen, wie er auch immer aufgestellt hat. Schaltet den Dark Mode an, dann habt ihr mehr Schwarzfahrer. Oi. Oi. Kann ich die Fahrt eigentlich nicht beenden? Ich hab doch nichts mehr. Was? Ach, da rechts ist doch noch was, oder? Ja, da wird mir ja nichts mehr angezeigt. Keine Haltestelle, nichts. Keine Passage. Oh! Hast du was vergessen? Ja. Da sitzt noch einer! Ja, ich hab vergessen. Ich hab vergessen, den hier rauszulassen. Also Aidaria hätte gesagt, hier ist viel zu viel los, ich fahre über den Bürgersteig, ja. Ich hab vergessen, den Rollstuhlfahrer. Oh wow. Das ist nicht dein Ernst, der Arme. Oh wow. Das ist ein bisschen diskriminierend. Du Monster. Von wegen behindertengerecht. Was denn? Ich habe ihn nur noch rausgelassen. Ich wollte ihn mit nach Hause nehmen. Einfach nein. Ah, schön. Einfach entführt von der Arme. Ah. Läuft bei dir. Ach, ja, schön, ne? Okay.
Gut, den Erdgasbus können wir uns leider noch nicht leisten. Ich weiß ja, gar nicht, meine Fahrt ist ja auch noch nicht vorbei. Ich bin gerade bei 14.000. Plus, ne? Plus, Leute. Plus, nicht Minus. Ich bin halt noch nicht am Ende, weil die Strecke ja so toll geplant wurde. Ich verstehe gar nicht, warum. Man je hätte besser planen können. Iron, würdest du die 3 oder würdest du die 4? Weil ich würde dann die 5 jetzt fahren. Nimm die, die Hölle. Okay. Dann fahre ich jetzt deine Strecke. Und welche darf ich dann fahren? Wenn du da hoppla, bist. Hoppla, da. Hattest du Friedhof der Fahrgäste oder war das das andere? Ich hatte die 4, ja. Okay. Huch! Ja, ansonsten fährst du danach die 2 oder wenn Iron schon durch ist, die 3. Es tut mir furchtbar leid. Ich brauchst, glaube ich, ja noch ein bisschen. Nein, es fängt ja schon 20.000 wieder weg. Also, Ryan, du fährst ja noch ein bisschen. Ja, ich hole die 20.000 wieder rein. Ich auch. Ich weiß nicht, wo der herkam. Der war mitten auf der Straße, die Sau. Was ist denn da los? Schön. Es war übrigens ein Rollstuhlfahrer. Nein, eine Haltestelle auf deiner Strecke wird gewonnen. Nein, du hast einen Rollstuhlfahrer mitgenommen. Ich wollte nur eine Kühlerfigur. Ja, weißt du, oh, bei mir sagt man, dass ich den Rollstuhlfahrer nicht habe aufsteigen lassen. Weißt du, Iron überfährt sie einfach. Ja, das wird sogar noch schlimmer. Natürlich auslesen, der musste weg. Natürlich auslesen, was? Er war nicht schnell genug, der hat sich auch schon. Ja, warum war er denn nicht schnell genug? Was kann ich dafür, wenn er nicht schnell genug ist? So hat man das. Ich wollte die Haltebucht einbiegen und dann stand mir der plötzlich einfach auf die Fahrbahn gerollt. Der wollte nur eine Station fahren und nicht 100 Kilometer mehr fahren. Daniel ist ja nicht 100 Kilometer mehr gefahren. Ich habe ihn bis zu mir nach Hause in die Garage gefahren. Ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Danke. Ich habe den ja nicht mal 100 Kilometer weiter gefahren. Nur eine Station weiter. Ich habe vergessen, den an der letzten Station rauszulassen. Und da wundert man sich, warum Busfahrer so oft schlecht gelaunt sind. Jetzt wissen wir es. Sie waren zu langsam und haben das Kind nicht erwischt. Könnt ihr mal aufhören? Ich breche gleich um vor Lachen. Entschuldigung. Entschuldigung, Schana. Soll ich das sagen? Ich muss das mit meinem Gewissen klären, dass ich einen virtuellen Rollstuhlfahrer überfahren habe. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht sich total Spaß. Ich gehe nie mehr zum Fuß. Busfahren macht total Spaß. Eine Fahrt vor Harry oder Iron. Juhu. Ich glaube, nachdem die mit uns gefahren sind, wird keiner mehr. Aber ich bin schon bei 13.000 wieder. Also 13.000 minus. Ich bin dabei, es abzuarbeiten. Ich stell mich auf längeren Straßenrand. Alles gut. Das habt ihr doch geplant. Ein Dari entführt und dann wird er überfahren, ihr Monster. Ey, ich hab damit gar nichts zu tun. Ich fahr hier ganz entspannt bei der Strecke. Streber. Bitte? Es gibt Dinge, die musst du in deinem Leben ausprobiert haben. Rollstuhlfahrer überfahren. Nein. Nein. Oh, Scheiße. Ich mach's lang. Klar. Was? Wo bist du Sack? Wo hab ich denn? Zwischen den Beinen. Ah, hier, bitte. Bleib hier. Du nimm dein Handy mit. Nein, danke. Einer muss ja hier Geld ranholen. Das können wir uns im Bus nie leisten. Aber ich habe zumindest noch kein Kleingeld rausgegeben. Wow! Schön. Ja, schön. Bald meine Haltestelle. Einfach. Ich müsste mal wohin.
Wenn du alt bist, kann ich bitte eine lass einfach laufen. Ryan schafft ran, der Rest gibt's aus. Irgendwie kenne ich das Geschäftsmodell von anderen Verkehrsbereichen. Von welchen denn? Ach ja. Kann man die Klimaanlage anmachen, ist warm. Was glaube ich auch den normalsten Menschenverstand hier. Raven, das bezweifle ich. Das bezweifle ich ganz stark. Ja. Schafft an, nicht schafft ran. Ja, sorry. Kann ich lesen. Kann ich lesen. Und dann fährst du Bus? Ja. Du fährst Bus, nicht lesen. Also. Ja, doch, die Straßenschilder. Die Straßenschilder. Da steht aber nichts drauf. Ja, eben. Du musst doch nur nach Navi. Ja, siehste, du musst doch wissen, wo du hinfährst. Ja, ich sehe doch das Navi. Jetzt ich seh doch die blaue Linie, hä? Entschuldigung. Ja, und was wäre jetzt, wenn du eine blau-grün-Schwäche hättest? Oder blau-rot? Dann sehe ich immer noch, damit sich die Farbe von dem Grau abhebt auf der Karte. Ja, aber es kann ja auch sein, dass das der Weg zur Tankstelle ist. Moment, wo ist meine Tasche? Was für ein Huhn? Was labert er? Was? Hat das Huhn da gerade die Straße überquert? Warum wollte das Huhn die Straße überqueren? Eine altbekannte Frage ist eher, warum, wo hat er dann Huhn gesehen? Da war nix. Das ist so genau wie die Fahrgäste, die Geister sehen. Ein Geisterhuhn! Das war mein Mittagessen gestern. Das Huhn. Und das wandert jetzt das Geist hier durch die Gegend. Kommen Sie rein, kommen Sie raus. Das gute alte Rein-Raus-Spiel. Oh, was neu. Fester rein, der Huhn. Oh nein. Sag ich ja, rein, raus. Klar, hier, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Hier, bitte. Na klar, hier. Klar. Also geht unterwegs, ey. Was ist meine Wort ist rein. Ja, ja. Bin nur bei 11.000 im Minus. Oh Gott, da war der Ananaswitz. Ananas. Also ich bin bei 6.000 plus. Das ist schön. Noch. Ich bin bei 19 plus. Oh, kein Spaßfahrer, den ich rauskegeln kann. Langweilig. Bis ich sie nicht mehr sehen will. Oh, ihr seid ja alle so weit weg von mir. Das ist ja richtig fahren doof. Fährt bei mir niemand schwarz. Das ist schon die zweite Tour. Sieht doch nicht, wo du deine Tasche gelassen hast. Hä? Ist mir doch egal. Der freundliche Busfahrer von nebenan. Ryan. Platz da, Bad muss durch. Ich bin Stau. Könnt ihr mal die Straße besser teeren? Ist ja widerlich mit den ganzen Schlaglöchern hier überall. Oh, ich habe den Scheibenwischer angemacht. So geht er aus. Okay, jetzt fahre ich aber nicht mehr. Oh. Bananana. Rein, raus klingt nach Verkehrsunfall. Alles redet von öffentlichem Verkehr, aber keine Sau traut sich. Durch den Scheibenwischer kann ich nicht mal vorwärts fahren. Ja, uno momento. Wo ist der? Hey, der bleibt da stehen und wartet oder was? Holst du doch selber ab, du Affe! Oh. Hä? Ich kann nicht mehr fahren. Ich krieg den Gang nicht mehr rein. Ich glaube, ich werde eine Wohltat für die Menschheit. Sagt die, die den Rollstuhlfahrer überfahren hat. Das hängt mir jetzt ewig nach, oder? Ja. Wie kriege ich denn den Gang wieder rein? Ich muss auf D, nicht auf N. Nee, das ist die Handbremse. Ich glaube F7 oder so. Das war Blechschaden, 1500. Wie nennt man einen blöden Affen? After. Das war verwenden. Again. Nicht hängen bleiben. Hängen bleiben. Ach, das hat er gemeint. Nee. Nee, F7 ist es nicht.
Hast du es umgestellt? Hast du dein Namenblock da überhaupt an? Nee, wo weiß ich nicht. B. Drück mal Namen 9. Ja, nee, wenn ich Namen 9 drücke, beende ich den Stream. Echt? Wie kommt's? Achso. Was? Ich drücke sicherlich nicht Namen 9. Wo ich will aber nicht das Licht ändern, ich will, dass ich weiterfahre. Rampe ist draußen, wird dir gerade gesagt. Oh, echt? Oh, aber warum ist der Rampe draußen? Das siehst du doch an der Seite, das ist ein Rollstuhlsymbol, Mensch. Ja, aber ich kann trotzdem nicht fahren. Du hast wahrscheinlich G gedrückt, du musst. Ja, aber ich kann trotzdem nicht fahren. Du musst ja auch erst die Rampe reinziehen. Die ist aber schon drin. Doppelt nach vorne drücken. Ah. Ja, der Motor war schon an, dadurch, dass alles andere schon an war. Okay, gut. Aber es, ja, ich hab irgendwie I gedrückt und dann W. Ryan, du Schelmin, was? Es war halt einfach so. So, und wer wollte jetzt nochmal, dass ich einen Führerschein mache? Ich nicht. Niemand will das. Doch, Frisches. Wie eine asiatische Muschel, Schelmin. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ich im echten Leben einen Führerschein mache, liegt bei 0. Die ist gerade gesunken. Ich glaube, das ist doch besser so. Ich glaube auch. Weißt du, wenn ich jedes Mal da sitze, okay, warte, wie mache ich den Motor an? Das wäre irgendwie. Das wär ist denn so dumm? Ja, toll, und im echten Leben fahre ich dann auch einen Menschen um. Ja, geil. Mach doch mal die Tür auf. Cool, Tür auf und Tür zu, das kriege ich noch hin. Aber wie schalte ich den Motor an? Warte, was war davon jetzt noch bei Gas und was bei Bremsen? Oh, nee, das war die Kupplung. Oh, scheiße. Ja, gut. Ich glaube, das wird nichts. Gebt dieser Frau keinen Führerschein. Du machst den Motor mit der Zündung an. Okay, und was ist die Zündung? Ich saß nur als Beifahrer im Auto. Ich hab doch keine Ahnung, was die Zündung ist. Leute. Hi. Ihr habt keinen Führerschein. Ist auch besser so. Ich sag's immer wieder. So. Ja, sag ich ja mal so. Sag ich ja. Ich brauch keinen. Ich bin sicher. Nein, scheiße, ich bin ja noch nicht mal sicher, wenn ich zu Fuß gehe. Da falle ich immer um. Da, wo der Schlüssel reinkommt. Okay, und wo kommt der Schlüssel? Frag einfach mal nicht, warum du da immer umfällst. Und ein Witz, ich bin Meisterin darin, im Stehen umzufallen. Ja, aber nur weil du so viel trinkst. So viel Katzenwein. Nächster Halt. Zum Heuschober. Hinter dem Lenkrad. Wie? Ich muss erstmal hinter das Lenkrad. Nein, weiß ich doch. Aber nein, ich bin froh, wenn ich keinen Führerschein habe. Glaube ich. Ich glaube, das wird nichts. Ich hab auch so eine Links-Rechts-Schwäche manchmal. Also eigentlich nicht, aber. Ist Kayless, da kommt kein Schlüssel rein. Weißt du nicht, links und rechts immer im Fenster in der Frontscheibe. Bei dir stimmt das. Stehen. Links und rechts Aufkleber. Okay, und dann frage ich mich aber, was ist nochmal links und was ist rechts? Das habe ich ihn auch gefragt. Er war leicht verzweifelt. Ja, man kann ja auch sein, dass rechts links ist und links rechts. Jetzt hätte ich beinahe noch einen Fußgänger überfahren. Warum nur beinahe? Weil ich gebremst habe. Warum tust du sowas? Wer bremst, verliert. Weil ich Ryan nicht noch mehr in die Verzweiflung treiben wollte. Das geht schon gar nicht mehr. Ich auch gleich. Bin gerade auf dem Rückweg. Ich noch lange nicht. Uah. Da war ein LKW. Beinahe, weil es nur Beine erwischt hat. Oi. Auf, Stern. Aus. Ich kann ja den Fußgängern helfen, ihre Schuhe auszuziehen. So, welche Strecke soll ich jetzt fahren? 2, ja? Entweder 2 oder du fährst die. Ja, doch. Daddy. Oder die 3. Ich fahre jetzt 2 erstmal, dann fahre ich die 3 und dann die 50 und sehr gut, die 50. Oh, ich habe eine Haltestelle ausgelassen. Ja, dann schlecht. So. Warst wieder am Träumen, ne? Ja. Welche soll ich jetzt noch fahren? Die 6 musst du noch fahren. Ja, die
die Ryan gerade gefahren ist. War super. Oh, Haltestelle, auf deine Strecke wird gewartet. Okay. Doch, wirklich. Oh, guck mal! Ein. Sag mal jetzt. Rollstuhlfahrer! Nimm ihn mit, nimm ihn mit! Wie heißt das nochmal? Nimm ihn mit! Das Ding da auf. Oh nein, rote Ampel! Hui! Tag. Senior. Wie ich schon gesagt habe, Profifahrer. Ich glaube, ich werde krank. Ach, was, Raven? Wenigstens eine, die arbeitet. Wir arbeiten auch! Hart. Wir haben noch nie abgemacht, dass das Geld auch in der Kasse bleibt. Alter, Masuna, was ist braun und hat einen Rollstuhl? Busfahren macht echt total Spaß. Alter. Hier, eine Mitfahrerin macht das Busfahren bei mir Spaß. Hat sie gerade gesagt. Verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht, aber... Mein Asiatin, hallo! Ich hab einen Passagier vergessen. Eine Fahrkarte, bitte. Egal. Aber ich hab ihn nicht überfahren. Ich hab ihn nur vergessen. Bei uns wird Kundentreue groß geschrieben. Ja, genau. Was will er denn jetzt? Warum fährt er? Was? Meine Verteidigung, die Türen waren offen. Er hätte einfach einsteigen können. Hab ich Ihnen schon... Oh, klar. Wie oft... Oh, klar. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt die Fahrgäste überprüfe. Sie haben eh alle eine Fahrkarte. Das sagst du immer. Ja, du auch. Bei mir haben sie aber wirklich alle eine Fahrkarte. Wenn ich meine Witze bringe, werde ich wieder verbannt. Also lass ich das mal. Ach, was Beleuchtung aus? Die sind alles schlechte Witze. Solange schlechte Witze sind und nicht irgendwie rassistisch oder sowas. Also, oder zu schwarzer Humor ist auch nicht so gut. Bin immer noch auf Twitch. So, Ryan nicht unglücklich machen, nicht. Oh, gut, Gott sei Dank. Wie viel bin ich im Minus? Oh, 10.000 plus. Ja, geil. Hä, hey, was ist da los? Ich schrei es nicht, sonst ist es gleich 10.000 minus. Ich kann halt perfekt fahren, ne? Wie viel Kollisionsschaden hast du? Warte. Also... Hallo! Ja, ich gar kein Kollisionsschaden. Nur 250 wegen roter Ampel überfahren. Was fährst du denn immer über rote Ampeln? Das war einmal, Ryan. Ich konnte nicht mehr bremsen. Ja, Masuna, was los? Ich konnte nicht mehr bremsen. Ich musste fahren. Ist eigentlich gut, wenn ich Schlaglöcher einfahre? Es gibt ja halt nur Minuspunkte in der Erfahrung, aber nicht an Geld oder so. Gott. Ja. Sag ich doch, dann werde ich wieder verbannt. Die Witze sind so schwarz wie meine Seele. Was eine Seele, Raven? Meine Witze sind so schwarz wie meine Füße. Ja, sollst du mal waschen? Ich hab schwarze Socken an. Ach so. Vielleicht solltest du die waschen. Waren die vorher weiß oder sind sie naturschwarz? Naturschwarz, das sind Kätzchensocken. Oh, ich hab auch Kätzchensocken, die sind aber rosa. Spielen wollen, das ja auch übertragen, bis sie spielen und quatschen. Ja, kriegen wir hin. Okay, die Farbe ist hübsch. Ich habe ja schon von Raucherlum gehört, aber Raucherseelen ist mir neu, Raven. Raucherseelen? Raucher haben Seelen? Raven hat eine Seele? Aha, aufgefahren. Hast du Lust ins Kino zu gehen? Welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja, klar. Bis jetzt 6.000 plus. Doch, das gibt keine es. Keine Abteilbeleuchtung? Okay, du kennst dich anscheinend aus. Nein, es gibt keine Abteilbeleuchtung. Nicht? Nee, weil ich habe Angst, wenn ich jetzt gleich wieder irgendwas drücke, dass ich dann wieder nicht fahren kann. Ich glaube, ich habe meine Fahrkarte verloren. Ich kann sie nicht finden. Nee, es ist ganz schön dunkel hier hinten. Ja! Können Sie mal das Licht anmachen? Es ist Tag. Mach die Augen auf, dann hast du Licht. Was denn? Nicht in den Kreisel fahren, nicht in die Mitte. Ich sie nicht mehr sehen will. Wie oft willst du mich das noch fragen? Ja, die erste, ja genau. Die setzt sich einfach rein ohne Karte, wo ich genau hinter ihr stehe. Ist die dumm. Bei mir ist jede Nacht Säge weg, wenn ich schlafe. Ja, das kann man auch machen. Oh, ich gehe wieder in unserer Lieblingsampel. Du bist nur noch 0,4 Kilometer von mir entfernt. Aber da gibt's nicht mal eine Ampel, wo du stehst.
Ja, das ist ja auch nur eine imaginäre Ampel. Okay. Ich sehe da eine. Oh, Schlagloch. Ich bin ein Schlagloch-Detektor. Da dachte ich mir, ein Minensuchgerät. 0,3 Kilometer. Soll ich auf dich warten? Nein. Warum nicht? Ich habe Angst. Das glaube ich dir nicht. Ich bin grad Akne. Ja, mal fahren. Ja, komm näher. Klingt doch gar nicht komisch. Ja, komm. Ja, 0,2 Kilometer. Ja, komm. Ja, fein. Ja, feini. Ich habe einen schwarzen, unauffälligen Van gefunden. Haben wir ein paar Kunden auf? 0,1 Kilometer. Hallo. Hallo. Hi, Lade. Hallo. Hallo. Oh Gott, sie fährt auf mich zu, Hilfe! Na gut, wenn du nicht fährst, dann fahr ich halt. Oh ja, ich fahr hinter dir her. Juhu. Oh nein, oh nein. Juhu. Wer bremst, verliert. Kuscheln! Ryan, oh wir kuscheln! Oh nein. Udo, ich komm hier. Das ist eine Maßeinheitung wie ein Kleinkind. Oh. Sie hat sich hingesetzt und sieht dann den Trailer und denkt, oh, here we go again. Wie nennt man einen alten Van-Fahrer, der geblitzt wurde? Bitte eine Fahrkarte Torpedo, haben? Oh nein. Und kannst du deinen Scheiß mal mitnehmen, Alter? Hey. Juhu! Kackbratze. Wir fahren gleichzeitig los. Oh nein. Entschuldigung, kannst du nein, ich lass sie nicht raus. Sie hätten ja aussteigen können. Weißt du, stehen da die ganze Zeit, der hätte ja aussteigen können. Das ist ja nicht mein Problem jetzt. Hallo, Ryan. Hallo. Ich sehe dich. Bremse jetzt, ja? Oh, ja, hier muss ich auch. Yay, Schwarzfahrer erwischt. Nein, du fährst geradeaus, ja, dann fahr ich dir hinterher. Ja, ich muss geradeaus. Ja, ich müsste eigentlich links abbiegen, aber... Ist ja egal, wie ich fahre jetzt.